PEGI 18. Nur aus Neugier, Mr. Donovan, woher haben Sie eigentlich all dies profunde Wissen über New Bordeaux? Das werde ich gerade euch Arschlöchern verraten. Mr. Donovan. New Bordeaux ist mehr als nur ein Umriss auf der Landkarte. Es ist eine Ansammlung von Bezirken, Kulturen und Menschen. Mein Job war es, zu lauschen und zu beobachten. Lohnende Ziele für Lincoln Clay auszumachen. Und ihn mit den Infos zu versorgen. Er erledigte den Rest. Könnten Sie das diesem Komitee genauer erläutern? Okay, wieso nicht? Nehmen wir Delray Hollow, wo Lincoln aufgewachsen ist. Das Hollow ist voller Stolz. Hoffnung. Aber unter der Oberfläche lauern Angst, Wut und das Gefühl, sich alles mit Zähnen und Klauen erkämpfen zu müssen. Wer zum Teufel seid ihr? Frisco Fields. Gepflegte Vorgärten, perfektes Lächeln, Südstaaten-Charme. In Wahrheit, alles nur Show, nur Fassade. Auch wenn ein Messer aus einem Ärmel mit Monogramm gezaubert wird, kann es dich trotzdem abstechen. Das French Ward, wo jede deine Fantasien und Perversionen Wirklichkeit werden kann. Aber wenn du nicht aufpasst, können sich diese düsteren Leidenschaften schnell gegen dich wenden und umbringen. Bayou Phantom. Es ist wunderschön da unten, idyllisch. Aber es ist auch bösartig, wild und unberechenbar. Ach ja, Point Verdun, ein stolzes Völkchen, diese Iren. Whisky und Wut treiben diesen Bezirk an. Und die Menschen da geben nie nach. Niemals. Oberflächlich wirkt South Downs wie eine nette, saubere Vorstadt. Friedlich und freundlich. Alles nur Tarnung. Darunter brodeln Gewalt und Gesetzlosigkeit. Man könnte Barkley Mills mit seinen Fabriken und das geschäftige Tick for Harbor für ganz normale amerikanische Industriegebiete halten. Dazu müsste man allerdings die ganze Brutalität ignorieren und die häufigen Arbeitsunfälle. Downtown, die Innenstadt, das reiche Herz der City. Beton, Stahl und die Zahnräder der Stadtverwaltung. Und geschmiert wird das Ganze von einem endlosen Strom von Korruption und Gewalt. Und dann wäre da noch River Row. Der ganze verdammte Bezirk, eine einzige Messerstecherei. Das klingt ja alles sehr poetisch, Mr. Donovan. Es erklärt aber noch nicht, wie Lincoln Clay im Sommer 68 die gesamte Stadt erobern konnte. Er meisterte die einzige Sprache, die jeder in New Bordeaux versteht.